Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure 2. Nachdem wir jetzt beim letzten Mal dem Obermagier hier berichtet haben, dass die Esmeria im Geheimen sämtliche Magier auf ihren Planeten einladen, ohne der Schule davon zu berichten und mir uns sogar gesagt haben, dass wir unserer Schule davon nicht berichten sollen als Magier, werden wir uns das Ganze jetzt mal genauer angucken. Denn das kann ja nicht angehen, dass die einfach so mal eben hier alle Magier von unserem Planeten wegholen. Was sollen wir denn machen ohne Magier? Ich meine, nix. Können wir nichts mehr machen, weil eine Armee gibt es ja nicht mehr. Schließlich, zumindest sehe ich hier keine. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Inseln aussieht. Aber auf der Zitadelleninsel und auf der Wüsteninsel gibt es nichts Militärisches. Weil, ja, nachdem Dr. Funfrock aus dem Amt gehoben wurde, so will ich es mal ausdrücken, braucht man das auch nicht mehr auf diesem Planeten. Deswegen ohne Magier ist der Planet vollkommen schutzlos. Und das ist jetzt mal überhaupt nicht gut. Also, hier sind wir wieder an der Hacienda. Und dann will ich doch mal mit dem Esmeria reden, der uns da angeboten hat, zu dem Austauschprogramm mitzukommen, um die Geheimnisse ihres Planeten und ihrer Technologie kennenzulernen. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Es gibt ein geheimes Austauschprogramm, das gegenwärtig noch Magiern vorbehalten ist. Kommen Sie und entdecken Sie unsere Wissenschaft und unsere Zivilisation und zeigen Sie uns im Austausch dafür Ihre magischen Fähigkeiten. Sie werden reich an Wissen und Erfahrung heimkehren, aber verraten Sie Ihrer Zauberschule noch nichts davon. Es ist einfach noch zu früh. Das würden Sie nicht verstehen. Wären Sie bereit, einige Zeit mit auf unseren Planeten zu kommen? Einverstanden. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Einverstanden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen also in das Männerdampfbad hinein und ihr erinnert euch vielleicht, ich wollte hier etwas machen. Das konnte ich allerdings nicht, aber hier gibt es einen geheimen Aufzug und da unten patrouilliert ein Würstchen, das schon seinen eigenen Zahnstocher bereithält. Ja. Das sind die Frankos, wenn ich mich richtig erinnere, so müssten die heißen. Also auch so ähnlich wie Frankfurter Würstchen. Also Frankus. Und wir steigen ins UFO. Die Reise geht los. Sprachdateien werden geladen. Und wir können gespannt sein. Doch ein Meister. Oh, er nennt mich sogar Meister. Faszinierend. So sieht es also im Inneren des UFOs aus. Wir haben hier nur einmal hineingespäht in einem UFO auf der Zitadelleninsel. Aha. Ich frage mich, wann die das alles gebaut haben. Nicht schlecht. So ein geheimer UFO-Stützpunkt mitten in der Wüsteninsel. Oder unter der Wüsteninsel, besser gesagt. Jetzt fliegen wir tatsächlich durchs Weltall. Ja, 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 nicht schlecht. Nun sind wir auf dem Weg nach Zelig, Meister. Machen Sie es sich bequem. Die Reise wird nicht allzu lange dauern. Nein, das kann ich mir vorstellen. Was ist das denn? Na, pack's mal an, Twinsen. Na? Will er nicht. Warum willst du das nicht anpacken? Das finde ich aber doof. Was ist hier drin? Nix. Ja, ja, genau. Wir können jetzt schön mit denen reden, verstehen die leider nicht. Und die Stewardess hier zeigt uns, wie man eine Schwimmweste anlegt, was uns im Weltraum natürlich ganz viel bringt. Mhm. Aha, Gesundheit. Das ist ein Mann, der Stewardess, der hat einen Rock an und einen Ausschnitt und, okay, aber eine männliche Stimme. Alles klar, alles klar. Gern geschehen, Meister. Machen Sie es sich bequem. Ja, gleich. So, mit den Leuten können wir nicht reden. Das liegt daran, dass die einfach Esmerisch sprechen. Und nur dieser Esmeria hier, der hier halt auch gelandet ist, man hat ja die anderen alle in diesen grünen Uniformen gesehen, die können Twinsonianisch, die haben das irgendwie gelernt. Und die können die natürlich nicht verstehen, aber man sieht es schon, da unten ist so ein kleines Item, das müssen wir uns jetzt nicht holen, das können wir uns auch noch später holen, also überall auf dem Planeten von denen, der heißt Zelig, also der Planet von den Esmerien, kann man das auch finden, aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. Du hast einen Kommunikator gefunden. Mit ihm kannst du die Sprache der Esmeria verstehen. Genau, damit können wir endlich vernünftig mit denen reden und hören, was die sagen. Also ich finde es zwar ganz witzig, wenn man jetzt hier so den Blödsinn hört, was von denen, was die von sich geben, aber ich finde es doch schon cool, wenn ich euch jetzt zeigen kann, was die wirklich sagen. Also, los geht's. Guten Tag, Meister. Machen Sie es sich bequem. Und zögern Sie nicht, unsere kleine Touristikpräsentation zu betrachten. Gerne, mache ich gleich. Was hat uns die männliche Stewardess zu sagen? Rufen Sie einfach, wenn Sie irgendetwas brauchen.
Ich kann nicht rufen in diesem Spiel. Okay, wir setzen uns erstmal hin. Die sagen ja, wir sollen es uns bequem machen. Das machen wir. Und solange wir es uns bequem machen, kommen ein paar Herzen raus. Wunderbar. Kann ich auch aufsammeln? Kann ich auch aufsammeln? Die blaue Tritonmuschel werde ich damit auch mal ein bisschen füllen. Sind zwar nur einzelne Herzen, aber besser als gar nichts, ne? Rüsten wir mal wieder das Blasrohr aus. Und das sagt er uns auch wieder nur, das sollen wir nicht anfassen. Aber das hier drüben ist ein Bildschirm. Und darauf läuft die Touristenpräsentation. Und die werden wir uns jetzt mal angucken. Und dabei bin ich still, denn ja, es ist eigentlich eine ganz schöne Präsentation. Halt, schön Propaganda natürlich. Aber guckt es euch einfach an. Willkommen auf Zelig, dem Planeten der tausend Wunder. Die Schönheit unseres Planeten wird sie betören. Die freundliche und herzliche Art der Menschen wird ihr Herz erfreuen. Wir sind die Schmiede ihres Glückes. Vertrauen Sie auf unsere Freundschaft. In unseren Laboratorien arbeiten unsere Wissenschaftler an einer zukunftsweisenden Technologie, die es uns ermöglichen wird, das Weltall zu durchqueren und Sie zu besuchen. Kommen Sie und haben Sie teil an unserem wissenschaftlichen Fortschritt. Wenn Sie ihn nicht persönlich kennenlernen, so werden Sie doch vielleicht von Weitem einen Blick auf seine kaiserliche Hoheit erhaschen. Der Kaiser regiert unseren Planeten mit großer Umsicht, Freundlichkeit und einer Güte, die ihresgleichen sucht. An den Türen seines Palastes sehen Sie seine Leibgarde. Diese besteht aus den Husaren seiner Majestät, deren einzigartige und prunkvolle Parade täglich stattfindet. Danach können Sie Ihr Glück in einem unserer außergewöhnlichen Casinos versuchen. Vielleicht gewinnen Sie ja den Superjackpot. Und vergessen Sie nicht, auch von unseren kulinarischen Spezialitäten zu kosten. Greifen Sie ruhig ein zweites Mal zu bei unserem unvergleichlichen Glühwürmchenkuchen. Und schließlich können Sie den Abend beenden, indem Sie unsere Tänze in einem unserer luxuriösen Clubs kennenlernen. Aber nein! Sie können Zelig doch unmöglich verlassen, ohne unsere einzigartige und unvergleichliche Zeremonie von Dark Monk, unserem allmächtigen Gott, gesehen zu haben. Seine Statue wird inmitten eines Feuerwerks aus Lava aus dem Vulkankrater fahren und in Buchstaben aus Feuer die Erlösung unseres Volkes schreiben. Erst dann werden Sie Zelig verlassen, Ihren Kopf voll von Bildern und Ihr Herz mit Flammen gefüllt. Während wir auf Ihre Rückkehr hoffen, bedanken wir uns Ihrer netten Aufmerksamkeit, die Sie unserer Vorstellung entgegengebracht haben. Ja, und das war nun ein kleiner Überblick über das, was uns so auf Zelig erwarten wird und natürlich noch viel mehr, was nicht in dieser Präsentation enthalten war. Und falls ihr mal drauf geachtet habt, der neueste selige Tanz ist... Ups. Start der automatischen Steuerung vom Kontrollturm. Der neueste und aktuellste seliger Tanz ist Macarena. Also falls ihr das nicht gesehen habt, dann könnt ihr ja nochmal zurück auf die Szene gehen, wo die in einem Club sind. Da tanzen die Macarena. Also so, okay. Hier sind wir...
am Hafen von Othringal, beziehungsweise am Weltraumhafen von Othringal. Othringal ist eine Insel auf dem Planeten Zelig, denn Zelig ist so ähnlich aufgebaut wie Twinsun oder Twinsun, um es mal deutsch auszusprechen. Willkommen auf Zelig, Meister. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, ich bringe Sie zu Ihren twinsunischen Kollegen. Gern doch. Und das Tolle ist, unsere Holomap funktioniert hier auch. Das heißt, man sieht es jetzt schön. Eine ähnliche Struktur. Wir haben viele verschiedene Inseln, die wir alle bereisen werden in diesem Spiel. Dafür gibt es halt nur auf Twinsun zwei Inseln, die man bereisen kann. Die Wüsteninsel und die Zitadelleninsel. Aber das ist ja hiermit mehr als wettgemacht durch die ganzen Inseln, die hier sind. Der Planet, ja, ist jetzt nicht so besonders hübsch wie Twinsun. Er hat halt keinen Äquatorgürtel und keine zwei Sonnen. Und das Graue, was ihr da seht, ist eine Masse aus Gas. Denn dieser Planet hat kein Meer aus Wasser, sondern ein Meer aus Gas. Und diese Inseln sind Spitzen von Bergen, die aus dem Gas hinausragen. Da werden wir später noch eine schöne Grafik zu sehen. Gucken wir uns erstmal um. Hier sind, ja, gleich, sei still. Hier sind halt die Schiffe, zwei Landeplätze sogar nur. Da ein paar Laternen, bla bla, ist jetzt nicht besonders hübsch oder interessant. Das ist der Kontrollturm, da gehen wir später noch rein. Und hier ist erstmal ein kleiner Stadtplan, den gucken wir uns mal an. Sie befinden sich am Raumhafen von Othringal. Oh, okay, es ist doch kein Stadtplan, es ist einfach nur so ein Schild. Das ist wahrscheinlich, soll es einen Stadtplan darstellen, aber wir können nur, oder Twinsun kann nur lesen oder vorlesen, wo wir sind. Also am Raumhafen von Othringal, wie ich es ja schon gesagt habe. Oh, tschüss UFO. Tschüss UFO. Wir sehen uns später. Das ist halt, funktioniert wie auf Twinsun, die Schilder. Das wirst du mit seinem Partyspieß, läuft schon vor. Sie doch ein, Meister. Ich will nicht. Guten Tag. Oh, hi. Sie doch ein, Meister. Nein, danke. Nee, kann ich auch mit dem Würstchen reden? Nö. Ich will nicht, aber nun gut, es bleibt nichts anderes übrig. Ich muss die Story vorantreiben. Wir gehen hinein und dort sehen wir den Kaiser mit Joey, dem Elfen. Und er wird uns mal wieder in Schwierigkeiten bringen. Aber das ist ja Twinsun. Hey, Twinsun. Ich bin's, Joe, der Kobold. Dein alter Freund. Toll, dich wiederzusehen. Wie hätte es anders sein können? Immer wenn wir Joe sehen, bringt er uns in Schwierigkeiten. Im ersten Teil, in diesem Teil, nicht gut. Überhaupt nicht Achtung, gut. Achtung, das ist der gesuchte Twinsunier. Nehmt ihn fest. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein. Aua. Pff, habt ihr gesehen, der mit dem Spieß hat dem anderen wehgetan. So. Sie haben uns natürlich alle Waffen gelassen, ist klar. Alle Items. Bloß, die haben uns unsere Magier-Tunika weggenommen und unseren Bart. Schade. Also, ich weiß, dass man per Jump-Safe-Bug über das Gebäude drüber kommt und die Szene überspringen kann. Dann kann man mit der Tunika weiterspielen. Ah, Twinsun, bin ich vielleicht froh, dich zu sehen. Aber mit den Leuten hier verträgst du dich wohl nicht so gut, was? Nee. Sobald sie deinen Namen hörten, haben sie sich auf dich gestürzt, dich niedergeschlagen und dir dein Magier-Kostüm weggenommen. Tja, und jetzt sitzen wir im Gefängnis. Ich find's aber faszinierend, dass Twinsun jetzt immer noch die normale Tunika anhat. Also, ob er die ganze Zeit da drunter anhatte, es muss ja ziemlich warm sein. Und da drunter hat er bestimmt noch mal seine normale Kleidung. Danke, Joe. Aber was machst du denn hier? Ich war bei den Magiern, als die Esmerier sie auf diesen Planeten eingeladen haben. Jetzt sind sie Gefangene des Kaisers. Oh, fuck. Sie sagen, dass die Esmerier die Kinder von Twinsun entführen wollen. Ich hatte Angst, deswegen bin ich abgehauen. Und dabei habe ich dich gefunden. Was sagen die Magier? Sie haben gesagt, dass die Esmerier sich auf den Weg zu unserem Planeten gemacht haben, um die Kinder zu entführen. Sie haben gesagt, dass man nichts dagegen tun kann. Aber ich habe noch Hoffnung. Ich weiß, dass du es bis zum Raumhafen schaffst. Dort klaust du dir ein Raumschiff und rettest die Kinder. Ich frage mich, warum genau die Kinder entführen wollen, aber wir merken schon, und wir haben ja schon vorher gemerkt, dass mit den Esmerien irgendwas nicht stimmen kann. Und da scheint immer noch mehr hinter zu stecken, also ihr könnt gespannt sein. Toll, Holomap kann ich natürlich jetzt nicht benutzen, weil das zeigt ja auf Twinsun. Die kann ich aber ja nicht sehen. Aber das ist ja nicht zu fassen. Die sind ja zu zweit in der Zelle. Mach die Türen auf, ich bring den Kleinen in seine Zelle zurück. Ja, genau, mach die Türen auf. Das wird auch auf jeden Fall sinnvoll sein. So, ich könnte mich jetzt einfach hier hinsetzen und bringt dir den Joey zurück. Und ich bleib eingesperrt. Aber das wäre langweilig. Also Joey würde dann irgendwann zurückkommen. Aber ich verprügel jetzt einfach mit den Polizisten, damit ich hier rauskomme. So, komm her. So, oh, nein. Er wird da oben auf den Alarmknopf drücken. Ich muss es verhindern. Oh, zu spät. Also das sind diese Alarmknöpfe. Ich kann den jetzt auch ausschalten wieder. So trollmäßig.
Aber er macht ihn sofort wieder an. Jetzt kann ich hier stehen bleiben, die ganze Zeit aus. Er macht ihn wieder an. Und ich mache ihn aus. Und er macht ihn an. Ich mache ihn aus. Und er macht ihn an. Das ist lustig. Also mir macht das Spaß. Und anstatt mich mal hier holen zu kommen, nein. Machen wir lieber den Alarm an. Also diese Schalter hier machen das Ding auf. Und das Ding unten auf. Hier ist der offizielle Weg raus, aber ich zeige euch mal, da sind Polizisten und da möchte ich jetzt nicht unbedingt durchgehen. Das wäre ein bisschen blöd, wenn ich gegen die alle gleichzeitig kämpfen müsste. Sprech mal mit dem hier, mit dem, wie heißen die im Deutschen nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Im Englischen heißen sie Moskibi, also eine Mischung aus Moskito und Biene. Guten Tag. Und ja, das sind sie halt auch. Das ist eine von vier Rassen auf Zelig. Also das ist genau wie auf Twinsoon. Hier gibt es vier verschiedene Rassen. Einmal die Subs. Also ich weiß die englischen Namen, nur die Subs. Das sind eben die, mit denen wir auch geredet haben, mit den grünen Uniformen, die auf Twinsoon gelandet sind. Dann gibt es die Francos. Das sind die Würstchen. Ich glaube, Franco ist sogar der deutsche Name. Ich bin mir nicht sicher. Ja, auch im Original, im Französischen, hatten die den Namen einer polnischen Würstchenmarke. Und deswegen, das ist schon so gedacht, dass die aussehen wie Würstchen und auch so heißen. Und dann eben die Moskibis hier, Moskitos, Bienen, Mischung raus. Und eine Rasse an maulwurfartigen Wesen. Die werden wir aber später erst sehen. Ich bin unschuldig. Lass mich hier raus. Okay, machen wir das doch einfach mal. Ah ja, gleich. Ich mach mal eben hier das wieder auf. Ja gut, das mache ich zu. Ist auch in Ordnung. Dann kann wenigstens keine Verstärkung kommen. Die hier sowieso nicht kommt, aber egal. Das machen wir auf. Da können wir dann raus. Aber erstmal möchte ich das hier noch alles erkunden. Den Typen hier lasse ich frei. Den. Halte ihn mal so vom Hals. Tschüss, Moskibi. Mach's gut. Wir sehen uns irgendwann später mal. Irgendwie geht das schneller, wenn ich den mit meinen Fäusten angreife, aber egal. Ich mache jetzt einfach mal alle Zellen auf, denn irgendwo ist, glaube ich, noch was versteckt. Warum ist der Alarm aus? Hat der Moskibi den ausgemacht? Oh Gott. Ah, Hilfe. Stirb. Puh. Na, wenigstens machen die nicht so viel Schaden wie im ersten Teil. Das heißt, hier kann ich ruhig mal angegriffen werden. Kann ich irgendwas durchs Mikrofon sagen? Hallo? Nö. Vielleicht von der anderen Seite? Mal ausprobieren. Schadet ja nicht. Nö, auch nicht. Na gut. Aber ich weiß, dass ich hier aus dieser Pflanze was... Nicht? Na gut. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Dum-di-dum-di-dum. Die letzte Zelle mache ich auch nochmal auf. Flupp. Und dann gehe ich noch hier runter. Hier ist jetzt nichts Interessantes. Wenn ich jetzt im Raumschiff den Übersetzer nicht... Hier diesen Kommunikator nicht eingesammelt hätte, dann würde hier ein Kommunikator liegen, den ich noch nehmen könnte. Ja, nehme ich halt das Blasrohr. Blöd, Mann. Er trifft mich noch nicht mal. Ich stehe viel zu weit weg. Irgendwie kann er die Entfernung nicht richtig abschätzen, aber nur gut. Weg ist er. Und ansonsten ist hier nichts weiter Interessantes. Deswegen renne ich einfach mal hier raus und rede mit dem Moskibi, den wir gerade befreit haben. Vielleicht hat er uns ja noch was Interessantes zu sagen. Denn immerhin war er ebenso gefangen wie Joey und ich. Und ja, Brüder in Fesseln oder so heißt es. Oder nicht? Guten Tag. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich bin einer der Rebellen. Aha. Der Kaiser und unser wiedergeborener Gott Darkmonk belügen die Bevölkerung auf selig. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn du hier raus willst, geh nicht durch den Haupteingang. Der wird von Soldaten bewacht. Ja, das haben wir schon festgestellt. Aha. Der Imperator, wie hieß er noch? Der Kaiser und, genau, Kaiser und Dark Monk betrügen also die Bevölkerung. Das klingt so ein bisschen wie das, was Funfrock im ersten Teil gemacht hat. Es scheint also nicht so, als ob alle Zeliche einfach böse sind. So, was habe ich denn jetzt hier? Ein Kleeblatt! Genau, das Kleeblatt habe ich, glaube ich, gesucht. Sonst war hier nichts mehr, meine ich mich zu erinnern. Ich gucke einfach mal in alle Zellen rein. Schadet ja nix. Kostet auch nix. Und ich habe alle Polizisten besiegt, das heißt, die können mich nicht anschließen. Was war das? Ah, 15 Sleep Doors. Ja, man sieht es hier. Wir haben nicht mal die Caches. Die Caches sind jetzt hier im Inventar. 57. Denn auf diesem Planeten wird natürlich nicht mit Caches bezahlt. Nein, da gibt es eine andere Währung, die nennt sich Sleep Doors. Und das sind diese Ringe. Und davon haben wir gerade 15 gefunden. Und davon brauchen wir noch später sehr viel, denn wir werden den Großteil des Spiels auf diesem Planeten verbringen. So, hier haben wir einen kleinen Kampfroboter.
Den könnte ich jetzt angreifen. Und wenn er explodiert. Aber. Oh Gott. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Wenn er explodiert, dann reißt er ein Loch in den Zaun. Aber das dauert mir jetzt zu lange. Ich mache es jetzt einfach auf die einfache Methode. Ich warte, bis er hier ist. Und schicke ihm einen Nitro-Mega-Pinguin voll ins Gesicht. Tick-tack, tick-tack, boom. Davon geht er kaputt. Oder auch nicht. Nicht gut. Dann schicke ich dir nochmal einen hier hin. Davon geht er auch nicht kaputt, aber ihr seht schon, der Zaun... Oh doch, er geht kaputt. Haha. Also man kann diesen Zaun hier auf zwei Arten zerstören. Entweder man zerstört den Roboter und der explodiert und zerstört eben ein Stück des Zauns, oder man schickt einen Nitro-Mega-Pinguin dagegen. Der zerstört auch den Zaun. So, da hinten fährt ein Panzer. Da gehe ich lieber nicht lang. Stattdessen gucke ich mal, wie es hier weitergeht. Da geht's runter. Da möchte ich nicht hin. Da seht ihr auch schon die Gasschicht. Also man kann auch teilweise stehen, da wo es animiert ist. Genau wie auf Twinsoon im Wasser. Aber ansonsten ertrinkt man in dem Gas genauso wie im Wasser auf Twinsoon. Nein, Mistköter? Wie geht's euch so, hä? Macht's euch Spaß, hier über den Kurs zu laufen und mich anzugreifen, sobald ich auf den Kurs springe, hä? Macht euch das Spaß? Ja, das macht euch Spaß. So. Jetzt muss ich mal hier, ich wechsle mal in den aggressiven Modus. Um die irgendwie zu zwingen. Okay, sie greifen mich, glaube ich, nur an, wenn ich den im Kurs auf dem Kurs im Weg stehe. So rum ist richtig. Deswegen versuche ich mal, jetzt einfach zu besiegen hier. Zum Beispiel, während die gerade auf dieser Bank sind. Boah, halt nicht viel aus. Ohohoho. Nicht gut, nicht gut. Los, du kommst auch noch. Damit ich dich auch noch besiegen kann. Dann macht ihr mir nämlich keinen Ärger mehr. Mit ihr halt. Und seht ihr da, wenn ich da aus dem Hauptgebäude rausgekommen wäre, dann wäre ich aus einer Tür rausgekommen, die hier drüben ist. Da auf der anderen Seite vom Zaun. Seht ihr sie, da sind zwei Türen. Also eine auf der Seite, andere, die andere auf die Seite, auf der Seite, wo der Panzer gerade ist. Und hier wäre ich auch nicht weitergekommen. Da sind die Soldaten mit den Pieksern, mit den Party-Spießen. Und den kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht besiegen mit meiner aktuellen Magiestufe. Wobei, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob der grüne Ball dafür ausreicht oder ob wir den roten Ball brauchen. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Denn die haben eine richtig hohe Reichweite und es ist einfach nur blöd, gegen die zu kämpfen. So. Hier haben wir drei Türen. Gucken wir mal, was drin ist. Sleektos. Sehr schön. Ich gehe jetzt schon mal zurück. Oh, ein Kleeblatt. Das behalte ich mir da erstmal. Und hier, da ist da nämlich ein Hund drin. Aua. Stirb, Hund. Und aus diesem Grund habe ich mir das Kleeblatt da erstmal behalten, damit ich das aufsammeln kann, sobald ich den Hund besiegt habe. Aber er gibt uns nochmal drei Sleektos. Also wunderbar, voll geheilt. 28 Sleektos insgesamt. Das fängt schon mal gut an. Dann machen wir jetzt mal hier den Kurs. Denn was die Hunde können, das können wir schon lange. Ja, da gibt es nämlich sogar eine kleine Belohnung für. Das ist halt eins von vielen Easter Eggs, die es in diesem Spiel gibt, diesen Kurs hier zu machen. Und das kann man auch. Das finde ich, also ich finde das ziemlich cool, dass die Entwickler einfach daran gedacht haben, sowas Unsinniges, also es ist ja im Grunde unsinnig, denn wozu sollen wir diesen Kurs machen? Aber so etwas im Spiel einzubauen, das finde ich cool. Also das ist auch ein Grund, warum ich dieses Spiel so mag, diese Liebe zum Detail und dieses Wunderbare einfach, dass an so vieles gedacht wurde. Na, Moment. Da kann ich doch durch. So. Blöpp. Achso, da gibt's doch nichts für. Ich dachte, man bekommt was, wenn man dann durch den Ring springt, aber naja, egal. Jetzt haben wir den Kurs trotzdem einmal gemacht. Was soll's. So, durchsuchen wir noch den Mülleimer hier. Noch mehr Geld. Also, ich weiß nicht, hier haben die genau die gleichen Gepflogenheiten wie auf Twinsoon. Okay, da drin komme ich nach Othringal rein. Ich kann ja mal reinzoomen. So sieht Othringal aus. Also wir sind hier unten im Gefängnis- und Militärbereich eben. Hier rechts ist der Raumhafen mit dem Raumschiff, wo wir hin müssen. Und weiter oben ist die Stadt. Also erst kommt man durch den einen Aufzug, kommt man hoch in die Unterstadt. Dann gibt es noch einen Aufzug hoch in die Oberstadt. Und da rechts oben auf dem Felsen, da ist der Kaiserpalast. Aber da kommen wir erst ganz, ganz spät hin. Also das brauchte ich jetzt noch nicht drum kümmern. Und da links ist der Hafen. Also, nun, das ist allein eine Insel. Also, ihr könnt euch doch freuen auf das Erforschen und Entdecken der lokalen Gepflogenheiten. Ich könnte jetzt zwar reingehen und ein bisschen rumrennen, den Soldaten rum, lass mich in Ruhe. Aber die Aufzüge sind... Die laufen zwar, aber... Oh, nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, ja... Ich werde von dem Gitter elektrisiert, da komme ich nicht durch.
Deswegen, ja, der Alarm wird auch noch ausgelöst, renne ich einfach mal raus und lasse das Gebäude sein. So, und versuche jetzt zum Raumschiff zu kommen. Und hier hätte man eben mit dem Jump-Safe-Bug drüber kommen können. Dann hätte ich die Magier-Tunika behalten können. Aber ich denke mir einfach, dass ich das Spiel so durchspielen möchte, wie es gedacht ist, gespielt zu werden. Und deswegen mache ich das einfach so. Gucken wir mal hier. Im Mülleimer ist bestimmt noch mehr Geld. Ja, wunderbar. Hä? Ich wollte schon sagen, kann ich das Geld nicht aufsammeln? Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Und hier sind Weltraumtouristen. Ich habe keine Ahnung, von welchem Planeten die sind. Eine Ameise und eine Giraffe. Aber reden wir mal einfach mit denen. Guten Tag. Ich gehe nach Ziala. Da gibt es angeblich ganz tolle Safaris. Aber langsam mache ich mir Sorgen. Ich sehe gar keine Reiseleiter. Ich hoffe, ich habe mich nicht im Tag vertan. Oh Mann, ja, ja. Ein verwirrter Tourist. Nach Ziala würde ich auch gerne mal. Guten Tag. Einfach, um noch weitere Planeten kennenzulernen. Dieser Planet ist gut organisiert. Überall Soldaten. Na, hier heißt jedenfalls Sicherheit und Ordnung. Aber wenigstens ist es hier nicht so krass wie auf Twinsun seinerzeit. 14.55 Uhr. Raumschiff 6538. Ziel Fliegensafari Planet Zirla. Fliegensafari? Okay. 15.20 Uhr. Raumschiff 007. Ziel Roter Planet. Raumschiff 007. Ziel Roter Planet. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie ein James Bond-Titel. Ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen, weil ich das letzte Mal das gespielt habe, bevor ich die James-Bond-Filme gesehen habe. Ich habe mich erst relativ spät gesehen, irgendwie vor ein, zwei Jahren habe ich erst angefangen, die Filme zu gucken. Und ja, ich finde sie einfach, ich finde sie cool. Also ich habe da echt was verpasst, aber keine Sorge, ich kenne James Bond mittlerweile und ist alles in Ordnung. Guten Tag. Reden wir mal mit der Dame. Ich habe fast schon wieder die Befürchtung, dass das ein Kerl ist. Sie sind von Twinsun. Oh, prima. Und danke auch für die Hilfe, die uns ihre Magier geleistet haben. Die gesamte Bevölkerung von Selig kann die Zeremonie kaum erwarten. Okay, welche Zeremonie? Ich bin gespannt. Gucken wir erstmal hier. Drum, drum, noch mehr Geld. Also ich sammle jetzt erstmal hier alles so ein bisschen ein, denn das Geld werden wir definitiv noch gebrauchen können. Und auch wenn das jetzt immer wenig erscheint, wenn man hier nur einen Slitos bekommt, das läppert sich doch. So, gucken wir mal, da geht's runter. Da kommt man raus. Leider, wenn ich diese Dinge aktiviere, geht der Alarm los. Und da kommen Soldaten. Nein, nicht schlagen, nicht schlagen. Du sollst deinen Blasrohr benutzen. Benutze dein Blasrohr. Danke. So. Okay, ich kann sie glücklicherweise doch schon besiegen, aber die sind einfach nervig zu bekämpfen. Ihr seht warum. Komm, dann geht's schlagen jetzt schneller. Also, den Soldaten da, den lasse ich einfach da hängen. Den möchte ich jetzt nicht bekämpfen. Spring hier einfach mal runter. Plopp. Okay, auf der Seite wäre noch einer gewesen. Es ist gut, dass ich da nicht runtergegangen bin, sondern auf der richtigen Seite. Und da kommt noch mehr. Nein! Oh, lass mich doch alle in Ruhe! Na toll. Das fängt ja schon mal gut an. Boah. Oh Gott, nein, lass mich doch hier durch! Nee. Ups, das war die falsche Taste. Nee, nicht gut, nein. Oh, jetzt bin ich ja noch hier drin. Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Versuchen wir es nochmal. Ja, das ist auch blöd, gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen. Mann! Wie soll ich das machen? Ja, lauf, Twinsun, lauf! Dann halt im aggressiven Modus nicht, nein. Ich bin gleich tot, aber egal. Ich habe ja die Kleeblätter. Komm, genau. Ah, wenn die hintereinander stehen, dann geht das. Ich muss hier einfach jetzt raus, so. Haha, jetzt könnte ich mich nicht mehr da reinschieben. Haha, du triffst mich nicht. Haha, 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 haha. Okay, stirb. Okay, das ist... Ja, los. Wenn ich wenigstens... Ja, okay, ein Kleber weg. Alles klar. Aber ich muss die besiegen, sonst laufen die mir die ganze Zeit hinterher und dann... Wisst ihr was? Könnte ich mal gerne haben. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ah! Nee, ich komme aber nicht weg. Doch, jetzt komme ich weg. Ha! Ich komme weg. Juhu! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich muss ins Raumschiff rein. Ah! Okay, da drin bin ich. Das Problem ist, ich kann es leider nicht bedienen. Denn mir fehlt ein gewisses Item. Ihr seht hier, da war eine Scheibe drin. Hier fehlt etwas. Eine Art Scheibe. Anscheinend kann das Raumschiff nur damit starten. Genau.
Und diese Scheibe müssen wir uns jetzt erstmal holen, sonst kommen wir hier nicht weg. Und diese Scheibe befindet sich im Kontrollturm. Und ich habe euch ja gesagt, dass wir da nochmal reingehen werden. Und jetzt ist der Zeitpunkt. Hier ist so ein Mechaniker, den lassen wir einfach mal seine Arbeit machen. Ups, geh da runter. Nein, ich hänge fest. Ich glaube es jetzt nicht, ich hänge fest. Okay, jetzt hänge ich nicht mehr fest. Weg hier. Ich lasse die mal sich gegenseitig pieksen. Oh Gott, lass mich rein. Die Tür mache ich erstmal zu, damit die mir nicht folgen. Und jetzt muss ich irgendwie es hinkriegen, den zu besiegen, ohne dass der mich angreift und ohne dass ich auf den Alarmschalter schieße. Ja, so kann man das auch aktivieren und deaktivieren. Einfach mal drauf schießen. Hast du gut gemacht, Twinsen. Anstatt den Soldaten zu treffen. Einfach mal den Alarm ausgelöst. Ja, warum nicht? Ist ja in Ordnung. Na, traust du dich nicht? Traust du dich nicht? So. Jetzt bist du gleich Geschichte. Wiener Würstchen, du. Komm, stirb. Stirb. Wunderbar. Der Herzen kann ich auch gut gebrauchen. Beziehungsweise das Herz ist anders irgendwie schon weggewesen. Jetzt rennen wir hier schön hoch. Den Soldaten da oben haben wir jetzt schon ausgeschaltet und denen müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und erreichen die Kommandozentrale. Hallo. Suchen Sie auch Ihre Routenscheibe? Nicht meine, aber eine. Lass mich da... Ich muss Sie bitten, diesen Raum zu verlassen. Sie stören unsere Techniker bei der Arbeit. Ich dachte, der greift mich sofort an. Das tut mir aber leid. Oh, dass ich die Techniker bei der Arbeit störe. Nein, eigentlich tut mir das überhaupt nicht leid. Stirb. So, die Techniker sind auch fies. Die haben nämlich Pistolen bei sich. Die können sich wehren. Aber ich bringe sie jetzt einfach mal um. Genau. Menschliches Schutzschild. Beziehungsweise... erzählicher Schutzschild. Stirb! Nein. Oh, komm. Meine Schüsse sind grün, deine sind gelb, meine sind stärker. Ha. Und ich kann öfters feuern als du, aber du... Ah, du nervst. Lass mich doch einfach in Ruhe. Jetzt mache ich das einfach im Nahkampf. Oh, du stehst im Weg. Du stehst im Weg. Und der kümmert sich auch überhaupt nicht darum, dass ich hier die Leute töte. Aua. So, jetzt aber. Komm, geh kaputt. Oh, endlich. So. Du, dich mache jetzt auch nochmal eben kaputt. Du stehst einfach im Weg rum. Das mag ich nicht. Wunderbar, jetzt haben wir den ganzen Raum für uns alleine. Und holen uns mal die Routenscheibe. Du hast eine Routenscheibe gefunden. Nun kannst du mit einem Esmeria-Raumschiff starten. Ja, wunderbar. Jetzt ist noch ein kleines Easter Egg versteckt, denn wenn wir diese Hebel bedienen, können wir ein bisschen Umfug machen. Wir können nämlich das Raumschiff fernsteuern. Und da wir natürlich überhaupt keine Ahnung haben, wie das funktioniert, sorgen wir nur für Chaos. Twinsen muss nur aufpassen, dass das andere Raumschiff dabei nicht zerstört. Sonst hat er keine Möglichkeit mehr, zurück nach Twinsen zu kommen. So, hier war, glaube ich, nichts. Nein. Oh, was ist das denn? Hä? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas scheint das ja zu machen. Aber... ich sehe keine Veränderung. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, soll das ein Spiel sein? Donkey Kong oder so? Das auf der rechten Seite aussieht aus wie so ein Gorilla. Mit einer weißen Scheibe in der Hand oder einem Schwert. Ach egal, keine Ahnung. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, was hier im Kontrollturm gespielt wird. Stattdessen klettern wir mal wieder runter und reisen zurück nach Zelig. Nein, wir sind ja auf Zelig. Wir reisen zurück nach Twinsun. Denn wir müssen die Kinder retten. Juhu, Kinder retten. Aber erstmal steht uns noch so ein Würstchen im Weg. Wie kann ich den jetzt am besten ausschalten? Treffe ich den überhaupt mit meinem Blaswurf von hier hinten? Oh, tatsächlich, ich treffe ihn. Wie konnte der den Alarm auslösen? Ich treffe den noch die ganze Zeit. Den machen wir sofort mal wieder aus. So. Ich meine, es bringt zwar nichts, weil hier auch keine neuen Gegner kommen, wenn der Alarm ausgelöst ist, aber egal. Nervt. Schnell hier raus. Und irgendwie in unser Raumschiff. Wie mache ich das jetzt am intelligentesten? Vielleicht kann ich erstmal den hier hinlocken und den besiegen. Während der andere da festhängt. Oh Gott, nein. Hä, was macht der denn da? Was genau macht der? Ich verstehe mich. Naja, egal. Jetzt ist der eine schon mal kaputt. Und den schalte ich auch noch aus. Wenn er hier hinkommt.
Na, put. Komm her. Mit deinem Partyspieß kannst du nämlich nichts ausrichten. Ich hab nämlich ein Blasrohr. So, stirb. Du sollst sterben. Hallo. Stirb doch mal. Dankeschön. Und Dankeschön für die Herzen. So. Was machst du denn an unserem Raumschiff hier, du Techniker? Kann ich mit dir reden? Guten Tag. Verwenden Sie eine Routenscheibe, sonst kann das Raumschiff möglicherweise nicht starten. Okay, dankeschön. Stabilisiert, sagst du. Alles klar. Gehen wir mal rein. Und klettern wir hoch, damit wir die Routenscheibe einsetzen und endlich fliegen können. Das Lustige ist, guckt euch mal in diesem Raumschiff um. Seht ihr irgendwo eine Steuereinheit, irgendeine Kommandozentrale? Also ich sehe keine. Jetzt benutzen wir die Routenscheibe. Das Raumschiff geht zu. Und jetzt achtet mal auf die folgende Zwischensequenz, in der Twinson in einer Steuerzentrale sitzt, die irgendwie nicht vorhanden ist. Wusch. So ein Raumschiff hätte ich auch gerne. Dann kann man durch die Galaxie fliegen. Zwischensequenz. Alles ist friedlich auf dem Planeten. Mehr oder weniger. Und wusch. Wir fliegen über die Insel drüber und können das Raumschiff nicht steuern. Denn anscheinend hat er keinen Stabilitätsantrieb repariert, sondern hat das Raumschiff sabotiert. Boah. Das war knapp. Aber wir haben es überlebt. Wunderbar. Und wir sind wieder auf Twinsoon angelangt. Ja, meine Freunde. Das war ein kurzer Ausflug nach Selig. Und jetzt sind wir hier gelandet, wo die Kinder gespielt haben. Sie sind nicht mehr da. Sie sind weg. Wir untersuchen mal das Raumschiff. Oh, nein, wir werden angerufen. Ich bin's, Zoe. Komm ganz schnell nach Hause. Hier passieren schreckliche Dinge. Oh nein. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Die sind fies, die schießen dreimal. Oh Gott. Ach, komm. Machen wir das mal im... Ich weiß, das ist Cheating. Also, oder... nein, nicht viel Cheating. Schön, damit kann man auch nicht kämpfen, Twinsen. Ups, so. Denn wenn man den Verhaltensmodus ändert, sobald man getroffen wird... Dann fliegt man nicht mehr weiter zurück, dann wird die Animation angehalten, man steht ganz normal da. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich finde das jetzt nicht so toll zum Sitzen, aber ich hatte jetzt keine Lust, hier nochmal zu sterben. Gucken wir uns mal das Raumschiff an. Na? Joey, hi! Wie geht's dir? Joe, was machst du denn da? Ich hatte mich im Raumschiff versteckt, als du von dem Planeten der komischen Leute weggegangen bist. Der komische Leute. Aber jetzt würde ich gerne dorthin zurückgehen. Weil man ja die Magier unten gelassen hat und die sich da oben sicher langweilen, so ganz alleine. Hä? Unten? Oben? Unten oben? Hä? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, aber... nun gut. Das macht jetzt auch nichts. Wir gehen nicht zu Zoe. Nein, denn wir speichern jetzt einmal ab. Denn wir haben jetzt schon wieder... gute halbe Stunde, dann 40 Minuten müssen das jetzt sein, aufgenommen. Oder ist es eine halbe Stunde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reicht das erstmal für eine Episode. Wir haben Selig ein bisschen unsicher gemacht, genauer gesagt Othringal, zumindest einen kleinen Teil davon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich meine, dafür könnt ihr euch jetzt darauf freuen, was jetzt weiter passiert. Denn so langsam fängt die Geschichte ja an, spannend zu werden, finde ich zumindest. Auch wenn es ein wenig weit hergeholt wirkt, es passt eigentlich alles gut zusammen. Und da kommen noch ganz viele schöne Sachen auf Selig, denn es ist ein komplett neuer Planet, den wir erforschen können. Und bevor ich euch jetzt hier weiter langweile mit meinen Worten, sage ich einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal und ja, haut rein.